Die Konstruktion von Howard Hughes, die H4, die Spruce Goose, wird zu Wasser gelassen. Er wird natürlich alleine fliegen nachher. Das größte Flugmodell des Wasserfliegens heute hier im Freizeitpark Deichmann. Ein Nachbau einer Konstruktion aus Amerika, das größte Flugzeug der Welt, ist heute noch zu besichtigen. Damals in den 30er Jahren hat man nicht geglaubt, dass es fliegen könnte, aber es ist geflogen in 2-3 Meter Höhe, 1 oder 2 Kilometer weit, gibt es ja auf YouTube einen wunderschönen Film. Howard Hughes, seine H4, startfrei, 8 Motoren, super. Er hat die Klappen gesetzt gehabt, damit er eine kurze Startstrecke braucht. Ein ganz tolles Teil, eine tolle Konstruktion, ein toller Modellbauer, denn er hat es ja selbst konstruiert und gebaut. Auch noch toll vorgeführt, nämlich nicht so einfach, so ein großes Flugmodell. Die Motoren haben Kraft, oben können sie viel ruhiger. Das Modell reagiert natürlich auf jede kleine Windhöhe. Es sieht sehr leicht auszusteuern, ist aber nicht einfach. Der Raum ist ja nicht groß. So, jetzt können die Motorapparate klicken. Er hat auch den richtigen Dreidecker gebaut. 1:2 und hat ihn in einer Halle fliegen lassen. Ist schon ein exzellenter Modellbauer, Modellflieger. Modellflug der Extraklasse. Achtung, es ist böig im Moment hier. Sagt den Piloten bitte genau an, woher der Wind im Moment kommt. Damit er eine sichere Landung sicher wassern kann. Wir wollen ja kein Risiko eingehen.
kommt er zur Landung rein. Sehr gut. Applaus, meine Damen und Herren. Sensationell. Modellbau, Modellwasserflug in Vollendung. Sie können Ihnen sagen, Sie waren dabei gewesen. Ganz toll. Profil Naka 2415. Ja, guten Tag. Ein symmetrisches Profil. Jetzt erst?